Jeder kennt diese Marke, doch vermutlich wissen nur wenige, wer sie erschaffen hat. Und dass einer der Namensgeber sogar als Erfinder des ersten fahrtauglichen Autos gilt. Was diesen Carl Benz in seinem Leben bewegt hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Ein Wagen ohne Pferde. Was für eine coole Erfindung, dachte der kleine Karl schon als Kind über die aufstrebende Eisenbahn. Egal ob beim Malen oder Spielen, Karl hatte nur eins im Kopf. Dieses erstaunliche Fahrzeug, das sich nur mit Maschinenkraft fortbewegen konnte. Dass sein Vater einmal Lokomotivführer war, spielte da sicherlich auch mit rein. Doch wurden ihm die damals noch offenen Fahrstände zum Verhängnis. Er starb schon früh an einer Lungenentzündung. Ich bin stolz auf meinen Vater, auch wenn ich ihn nie gekannt habe. Umso mehr musste sich Karls Mutter ins Zeug legen, um ihrem Sohn trotzdem eine gute Erziehung und höhere Bildung zu ermöglichen. Eine krasse Herausforderung zu dieser Zeit, doch opferte sie alles, nur damit der wissbegierige Karl auch nach Schulschluss in seinem eigenen Versuchsstübchen herumexperimentieren konnte. Nicht nur im Unterricht auf dem Gymnasium war offenbar alles, was mit Physik und Chemie zu tun hatte, voll sein Ding. Klar, dass es für ihn nach dem Abitur, was damals übrigens noch super elitär war, also auf einer technischen Hochschule weitergehen musste. Hier sagt Karls Professor bereits voraus, dass die Dampfmaschine bald von einer noch mächtigeren Maschine abgelöst werden würde. Wie genau die aussieht und dass sein Student maßgeblich an deren Entwicklung beteiligt sein wird, kann der Prof aber natürlich noch nicht wissen. Karl jedenfalls setzt sich zu dieser Zeit ein ehrgeiziges Ziel. Er wollte dieses Fahrzeug erfinden, eins, das ohne Schienen und Pferde auskommen sollte. Die Idee eines selbstfahrenden Straßenfahrzeugs begeistert ihn fortan so sehr wie einst die Eisenbahn in seiner Kindheit. Trotzdem. Bis aus dieser Träumerei ein revolutionäres Transportmittel werden konnte, musste noch einiges passieren. Denn Karl will nach der Uni erstmal praktische Erfahrungen sammeln und beginnt als Angestellter in verschiedenen Unternehmen zu arbeiten. Zu dieser Zeit kauft sich der Visionär jedoch einen frühen Vorgänger des heutigen Fahrrads und schlussfolgert nach einer holprig anstrengenden Fahrt zwei Dinge. Sein selbstfahrendes Straßenfahrzeug sollte irgendwann einmal mehr als zwei Räder besitzen. Und es durfte sich definitiv nur ohne Muskeleinsatz fortbewegen. Aber wie? Diese Frage behält Karl im Hinterkopf, während er in seinen ersten Jahren als Selbstständiger sogenannte Zweitaktmotoren konstruiert. Die kamen beispielsweise bei stationären Pumpen zum Einsatz, waren schon deutlich kompakter als die sperrigen Dampfmaschinen und ermöglichten Karl und seinen Geschäftspartnern lukrative Einnahmen. Doch dass man diese Motoren abseits von unbeweglichen Maschinen auch für Fahrzeuge verwenden könnte, daran will zu dieser Zeit noch niemand glauben. Man hatte doch schon Lokomotiven und Kutschen, wozu sollte man noch weitere Transportmittel erfinden? Aber Karl blieb hartnäckig und suchte sich kurzerhand neue Geschäftspartner, die bereit waren, die Entwicklung von seinem Motorwagen wenigstens nebenbei zu akzeptieren. Endlich konnte er sich nun also seiner Vision widmen und begann sich als einer der Ersten über vieles Gedanken zu machen, was bis heute wichtig ist. Die Notwendigkeit eines leichten, schnell laufenden Motors, die elektrische Zündung, den optimalen Kraftstoff und so weiter. Als nach mehrmonatiger Bauzeit der erste Motorwagen der Geschichte auf dem Hof stand, waren alle gespannt und vermutlich skeptisch. Doch er lief tatsächlich, wenn auch nur für kurze Zeit und mit einigen Kinderkrankheiten, die noch zu beheben waren. Die spannende Frage war jetzt natürlich, würden die Leute seine Idee nun endlich verstehen und ihn direkt als großen Erfinder feiern? Nö. Denn als Karl wenig später die ersten Testfahrten in der Öffentlichkeit unternimmt, sind die Reaktionen alles andere als positiv. Kinder flüchten aus Angst vor bösen Geistern, schreien in ihre Häuser, schockierte Bauern gehen vor ihm in Deckung und manch ein Geistlicher schickt sein letztes Stoßgebet in Richtung Himmel. Ein Wagen ohne Pferde auf offener Straße, wie war das möglich? Auch nachdem die Leute allmählich dahinter kommen, was es mit diesem Motorwagen auf sich hat, wird sein Ansehen nicht größer. Eine Spielerei, die nichts ist und aus der nichts wird, sagt man. Viele fragen sich,
Wie kann man sich nur in so einen unzuverlässigen und lärmenden Maschinenkasten setzen? Und sind sich mehrheitlich einig, Karl wird sich und sein Geschäft ruinieren mit dieser verrückten Idee. Doch der lässt sich nicht verunsichern und erhält kurz darauf schon das offizielle Patent für seine neuartige Erfindung. Nach und nach beginnen Zeitungen optimistischer über seinen Motorwagen zu berichten, aber die breite Akzeptanz in der Bevölkerung war noch längst nicht in Sicht. Die musste durch clevere Werbung erst noch geschaffen werden. Zum einen natürlich mit Hilfe dieser waghalsigen ersten Fernfahrt, die Karls Frau Bertha zusammen mit ihren Söhnen unternimmt. Angeblich ohne das Wissen ihres Mannes macht sie sich auf eine über 100 Kilometer lange Reise und braucht dafür am Ende mehr als einen halben Tag. Ganz nebenbei wird dabei eine benzinverkaufende Apotheke bei Heidelberg zur ersten Tankstelle der Welt und die Funktionsweise des Motorwagens unter Beweis gestellt. Zum anderen nahm Karl im gleichen Jahr selbst an einer wichtigen Münchner Messe teil, indem er sein Fahrzeug hier nicht nur stehend präsentierte, sondern vor allem tagsüber durch die Gegend fuhr, sorgten tolle Presseberichte bald auch für internationale Bekanntheit. Die Deutschen blieben gegenüber dem Benz-Motorwagen trotzdem noch eine ganze Weile skeptisch. Und dass die berühmte Marke Mercedes-Benz erst Jahre später durch eine Fusion mit dem Konkurrenzunternehmen von Gottlieb Daimler entstand, bekam Karl kurz vor seinem Tod wahrscheinlich nur noch am Rande mit. Bis zuletzt beharrte er allerdings darauf, der einzig wahre Erfinder des ersten fahrtauglichen Automobils zu sein. Doch wurde er sich gleichzeitig ebenso schmerzlich bewusst, erfinden ist unendlich viel schöner als erfunden haben. Eine weitere coole Unternehmerstory kannst du dir übrigens hier ansehen. Und über die Geschichte des Tempolimits informiert euch Mr. Wissen2Go. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograph.